Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute der Cheesy Dizzy. Hi, herzlich willkommen. Ja, Leute, herzlich willkommen natürlich heute einem freshen neuen Video. Heute sollte Samstag sein. Ich bin gerade übrigens wieder in einer Vorproduktionsphase. Das heißt, die nächsten Videos sollten alle wieder vorproduziert sein, weil ich nämlich jetzt gerade mich hoffentlich in Holland befinde und da ein bisschen meine Basis abchille. Flex ist natürlich always in Urlaub, deswegen kann sein, wenn das hier ein bisschen verplanter ist, dann ist das daran, weil ich immer sehr viel an einem Tag gerade aufnehme. Aber Leute, darum soll es heute gar nicht gehen. Und zwar habe ich mir nicht umsonst den Cheesy einmal geholt. Natürlich, weil er so ein duckeliges Hasenkostüm hat mit einem kleinen Schwänzchen hinten. nein, sondern weil er auch Moderator ist. Und wir wollen heute ein bisschen über so ein paar Moderationssachen reden, beziehungsweise generell, wie so ein paar Sachen bei Meinsuch ablaufen. Natürlich müsst ihr wieder bedenken, wir dürfen nicht über alles reden. Das heißt, es gibt natürlich ganz viele teaminterne Sachen, Abläufe bei Meinsuch, die wir nicht sagen dürfen. Wir werden nur das sagen, was quasi öffentlich ist und was wir quasi so frei sagen können, ohne dass wir jetzt irgendwie Probleme kriegen oder ohne dass das mit Meinsucht nicht so gut ist für jetzt Meinsucht den Server an sich. Deswegen gehen wir heute mal, spielen wir halt eine Runde BW gegeneinander. Gehen wir einfach mal hier in die YouTuber-Runden rein. Und hast du Bock auf irgendeine Map? Ah, kannst du selber auswählen. Oh ja, wir können es anlegen. Wir haben übrigens ein Video, das müsste wahrscheinlich jetzt schon länger online sein, wie gesagt, weil das vorproduziert ist, bei Cheesy auch aufgenommen. Da könnt ihr auf jeden Fall nach dem Video mal vorbeischauen. Wenn ich dran denke, verlinke ich das dann am Ende des Videos in der Infobox. Und unten in der Videobeschreibung könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ja, ihr seht es vielleicht schon im Titel, es wird sich auch um Bewerbungsphasen und so weiter handeln, wie das eigentlich bei Meinsucht abläuft. Und allgemeine Sachen. Also wenn euch das interessiert, dann ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Dann können wir vielleicht nochmal so ein Video vielleicht über einen anderen Bereich machen. Oder wie das vielleicht bei den Bildern abläuft. Dann hole ich mir vielleicht nochmal einen anderen Emre oder so, den Bilder-Admin. Ja, sagt man so. Und ja. Erstmal Cheesy, vielleicht zu dir. Du bist ja Moderator so. Was müsst ihr als Moderator denn machen? Beziehungsweise was sind eigentlich eure Aufgaben im Server? Für jetzt die Leute, die gar nicht wissen, was Mod ist. Also Mod ist übrigens Moderator. Moderator, ja, heißt eigentlich so viel wie jemand, der etwas verwaltet. Ja, was müsst ihr überhaupt machen? Ich bin jetzt hier Zuschauer und weiß gar nichts. Also wir Moderatoren kümmern uns hauptsächlich um Reports, sprich neue Reports, die euch in-game reportet, und kümmern uns halt auch hauptsächlich um die Hacker, also sprich, wenn jetzt ein Hacker oder so eine Runde ist oder dem gegen die Regel, bannen wir die Leute. Wenn jetzt jemand auch gegen das Chatverhalten verstößt und wir das sehen lassen, dann werden wir uns auch gegebenenfalls darum kümmern. Und das ist grundsätzlich unser Hauptaufgaben, also beziehungsweise unser Aufgabenbereich. Und es ist auch ganz interessant, man hat natürlich auch viele Fälle zu tun, aber natürlich auch ganz lustige Fälle. Man hat da, ich zum Beispiel hatte schon viele Ränge durchgehabt, von Hero bis zu, also von Spieler bis zu Hero oder bis zu sonstigen Rängen. Und es ist eigentlich ganz interessanter Aufgabenbereich. Also sprich, wir bannen einfach und ja, deswegen baue kein Mist. Also jetzt an die Zuschauer von Flux, dann sollte alles passen, dann solltet ihr mich nicht erwischen beim nächsten Report. Genau Leute, wenn ihr hoffentlich nichts nicht hackt, dann seht ihr wahrscheinlich den Cheesy auch eher weniger. Außer natürlich jemand hackt bei euch in der Runde, was natürlich auch mal vorkommen kann. Ach, du passt dich unten lang? Na, dann kill ich dich jetzt einfach easy. So. Oh. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das jetzt unten tun und die Glocke aktivieren und unter Optionen die Benachrichtigung auf alle stellen, damit du auch für jedes Video eine Benachrichtigung bekommst. Spaß. Ja, dabei geholfen, ne? Ich sag ja nur, der letzten Aufnahme mit dir zusammen. Ja, haben ja alle beide Runden rumgeschmissen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich habe zu wenig Herzen, aber runter bekomme ich dich noch. So. Ah, da packt er die Axt aus. Nein, schade. Jawohl. Naja, zumindest, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was Mods machen. Was Supporter machen, ist im Prinzip, ja, die sind halt auch meistens für den Support zuständig. Das heißt, ihr seht meistens eigentlich Supporter im Support auf dem Teamspeak. Oder halt bei sonst im Chat und so weiter, trifft ihr halt eher Supporter an. Das machen übrigens Supporter jetzt für die. So, was heißt Bannen, Leute? Beziehungsweise Hackerbannen ist klar. Ihr kennt das ja aus meinen Hackerbannen-Videos, dass quasi die klicken auf den Report da und dann kommt man quasi dann zu den Hackern. Also so läuft quasi der Ablauf da ab. Oh, du kommst schon. Soll ich mal mein Bett einbauen ein bisschen? Niemals. Cheesy. Geh weg. Boah, Alter, krieg absolut keinen Knockback. Nein, niemals. Jawohl, Flex. Also, es sieht ganz gut aus. Und ich glaube, du hast mir gemeint, dass ich ein Tripper bin. Aber oh Gott, nein! Jawohl, jawohl. Ah, GG. Ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt in die nächste Runde.
Oh nein. Ja, wir spielen den uns einfach noch in der nächsten Runde, dann reden wir noch kurz weiter. ja, und das macht quasi so ein Mod so alltäglich. Ja. Was sind denn so die krassesten Fälle oder so, die dir schon mal passiert sind, so von Hacken her oder von... Du warst ja dann auch mal Supporter, ihr müsst wissen, man wird quasi von Supporter quasi Moderator, das heißt, erst supportet man eine Zeit lang, je nachdem wie die Serverleitung sich halt entscheidet, wird man dann quasi Moderator. Was sind denn so deine krassen, oder was hast du denn noch genau im Kopf so, von wegen, da kann ich mich noch genau dran erinnern, weil der so und so gehackt hat oder was weiß ich. Also was ich noch ganz genau weiß ist, wo ich damals Supporter war, hatte ich mal einen Support gehabt, seinen Rang nicht mehr gehabt, hat ihn auch aufs Forum angewiesen und dann kamen seine Eltern. Er hat seine Eltern wirklich hergeholt, ich habe mit den Eltern auch geredet und ich habe mich in diesem Moment gedacht, okay, ist mein Gott, und war natürlich auch ein bisschen angespannt, weil es sind halt die Eltern, weißt du, und dann kann man ja nicht irgendwie sagen, ja, ne, geht nicht und so. Und ja, da gab es auch schon mal Eltern, die natürlich auch ein bisschen aggressiver waren, also ich hatte schon öfters Eltern im Support gehabt, da gab es natürlich auch Eltern, die waren mega aggressiv und haben mich auch angebrüllt und sonstiges. Und boah, Alter, sowas, da müsst ihr euch mal vorstellen, die Eltern brüllen einfach ein Kind an. Oh mein Gott. Ach, da bist du schon, Cheesy, na? Hast dir auch noch Rüstung gegönnt. Oder was ich zum Beispiel noch als Moderator öfters hatte, war... Öfters, das heißt öfters, selten, sau selten. Was ich einmal hatte, war ein Hero hat gehackt. Der Hero ist ja der höchste Rang, den man sich kaufen kann bei meinen Sucht. Und der Hero hat einfach ganz dreist in der Lobby rumgeflogen vor mir. Und dann... Vor dir auch noch. Boah, mit dem Hero-Rang... Das hätte ich mir ja tatsächlich nicht getraut. Und soweit ich sogar weiß, hatte den sogar Lifetime gehabt. Das war halt einfach so, ne. Nein, Cheesy. Oh mein Gott, du hast mich noch gehittet. Oh mein Alter, Gott. Alter, krass. Okay, also so Eltern im Support ist natürlich nochmal eine Nummer, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen würde, wenn da plötzlich so ein Mann... Hallo, ich bin hier der Vater vom Hans-Georg. Und, ja, also, mein Sohn hat bei ihnen rangekauft und ja, der hat das jetzt nicht erhalten. Also was ist denn jetzt hier? Das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute, dass man das... Und von Hackern, was gab es da so? Also ich glaube, es gibt ja so einen Teleport-Hack, das ist ja schon krass. Aber gab es mal einen, der so richtig, also der sich komplett die ganze Zeit über die Map teleportiert hat oder sowas? Habt ihr das sowas? Gab es auch. Also ich sag mal so, sowas gab es leider nicht öfters. Das war aber, es wurde relativ schnell sogar gefixt. Das ist sogar sehr schön. Also da hat sich das Team noch ganz schnell darum hat. Also man hat den Hacker gebannt, man hat es weitergeleitet und dann war es schon am nächsten Tag gefixt. Mega krass auf jeden Fall. Also wirklich Respekt an das Mindset-Team. Ich bin ja selber auch ja dort, aber mega Respekt an das Mindset-Team. Einmal auf die Schulter klopfen. Also es geht echt ganz flexibel hier und ja, keine Ahnung, da kann jeder sagen, ja, es ist Anti-Cheat hier, Anti-Cheat da. Hier wird sich echt allgemein um den ganzen Server hier gekümmert und da kann ich mich nicht beschweren. Genau, ja. Da kommen wir auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, und zwar, was bei meinem Suchteam echt krass ist, Leute, und das kriegt ihr teilweise gar nicht so mit, aber da kommen wir auch gleich zum Punkt Bewerbungsphase. Und zwar waren das jetzt so die Sachen, die quasi Moderator machen, aber was ist denn Bewerbungsphase? Das ist so mit eine, ich glaube, der häufig gestellten Fragen im Support oder generell auf ganz meinem Sucht, wann gibt es Supporter, Bewerbungsphasen und so weiter. Und ja, Leute, wir beantworten euch die Frage mehr oder weniger, beziehungsweise eigentlich schon in diesem Video jetzt hier, Leute. Und zwar, Leute, ja, es ist so, dass das Mindset-Team auf jeden Fall, wir sind ein sehr, sehr enges Team und halten echt dicht zusammen. Nein, Cheesy, bitte nicht, komm. Boah, Alter. Du hast keinen guten Gegner ausgesucht, glaub ich. Auf jeden Fall also könnt ihr da... Ja, auf jeden Fall könnt ihr... Auf jeden Fall... auf jeden Fall könnt ihr da mal meinen Flux Filmkanal auschecken. Und ja, jetzt werden wir auf jeden Fall jetzt mal hier den kleinen raggen. Und zum Thema Bewerbungsphasen, da sind wir nämlich eben stehen geblieben. Und zwar, ja, ist das Mindset-Team auf jeden Fall ein sehr enges Team. Das heißt, wir kennen uns eigentlich alle so sehr gut, muss man auf jeden Fall an der Stelle mal sagen. Und tschüss. Oh Mist, warum bin ich auch runtergeflogen? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir sind halt ein sehr enges Team und deswegen ist es mit den Bewerbungsphasen immer so eine Sache, Leute. Und zwar, ja, haben wir uns entschieden, dass es halt oft, wir wollen nicht so Leute immer in Massen einladen. Also wir wollen im Moment, wird auch bald wieder eine Bewerbungsphase geben, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Wann genau darf ich und will ich euch auch noch nicht sagen. Aber wir sind halt ein sehr enges Team und wir werden halt nicht einfach so jetzt 40 Leute oder so reinholen in das Ganze. Und, Cheesy,
Bitte. Du musst dich töten. Es gibt keine andere Option. Boah, ich hasse dich ja so hart mit deinem Cop-Rap, Alter. Danke sehr. Aber ich mach genau das gleiche. What? What? Bitte was? Bitte was? Warte mal, Florex, warte mal. Du bist mich besiegen. Ah, das ist. Du bist nicht mal nah dran, Florex. Aber vielleicht nächstes Mal, weißt du? Oh mein Gott, ich bin voll hängen geblieben. Und cheesy, Alter. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Auf jeden Fall zum Thema Bewerbungsphasen. Es wird bald wieder eine geben, das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Wann genau? Es kann in einem halben Jahr sein, es kann auch in ein paar Monaten sein. Nun, das Meinsucht-Team ist wirklich ein echt geiles Team. Ich glaube, das kann jeder bezeugen, der auf jeden Fall mal drin war oder noch drin ist. Und wir halten echt oft zusammen. Wir kennen uns eigentlich alle sehr gut und haben echt Spaß zusammen. Die Gamescom wird auch wieder geil. Ihr könnt jetzt mal oben abstimmen. Seid ihr auf der Gamescom? Habt ihr schon Tickets gebucht oder überlegt ihr noch? Einmal kurz hier oben links abstimmen. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei Cheesy vorbei. Und jetzt ciao und schaut euch das nächste Video im Outro an. Ciao.